Und wir gehen mal wieder hoch. Theoretisch müssten wir dann jetzt ja alle Schlüssel haben. Das heißt, wir können durch die Tür, so wie ich das gerade gesehen habe, kommen wir durch die Tür zurück in die Tunnel von Flussrad. Ist auch sehr, sehr schlau im Allgemeinen. Also es hätte wohl noch einen anderen Weg gegeben, so wie ich das jetzt verstanden habe. Das heißt, wir hätten nicht alle Schlüssel sammeln müssen, sondern es hätte einen anderen Weg gegeben, den wir aber in diesem Let's Play leider niemals erfahren werden. Es wäre aber mal interessant, das Spiel nochmal zu spielen. Oder wenn jemand, der das sich hier gerade anguckt, das Spiel auch hat und auch spielt, inwiefern sich die Entscheidung, die ich hier getroffen habe, auf das Ende auswirken und ob es einen Unterschied macht, wenn man quasi das genaue Gegenteil von dem macht, was ich eigentlich gemacht habe. Sprich, wenn ich gesagt habe, hier, wir lassen dich leben, denjenigen dann töten, ob das dann das gleiche Ende ist oder ob es was völlig anderes ist. Wie gesagt, das Spiel hat fünf Enden, also fünf Endings, fünf Möglichkeiten, das Spiel zu beenden und mal schauen, welche wir sehen werden. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ja, da sind die Schlüssel alle weg. Und wir kommen in die Tunnel von Flussrad. Haha. Ist das hier? Hier waren wir doch gerade. Und wieder darunter. Hier sind wir doch gerade erst gewesen. Na klasse. Das heißt, die Dokumente müssen irgendwo hier im Keller in der Gruft versteckt sein. So. Okay, wir sind nicht in den gleichen Tunneln wie gerade, wie es aussieht. Ich hätte gedacht, dass dieser Durchgang zu einem geheimen Raum führt. Aber wie es scheint, befinde ich mich in den Katakomben der Burg. Dieser Ort muss hunderte von Jahren alt sein. Rolor, erhöre meine Gebete und führe mich durch die Schatten. Ja, ist ja gut. Da fällt mir ein, ich habe doch vorhin hier noch so ein Teilchen bekommen. Ist aber richtig schlecht. Oh, ist aber nett hier. Ist hier zu gucken. Upsala. Sieh mal an, wie schick das hier aussieht. Nochmal gegenchecken, ob hier noch irgendwas ist. Da wäre dann auch was. Diese Tür hat ein seltsames Schloss. Da ist etwas eingraviert. Das Schwert eines Sarwix ist sein Charakter, seine Tugend und seine Ehre. Der Verschlussmechanismus scheint mit einer Reihe von metallenen Rädern verbunden zu sein. Das sind drei Räder vertikal angeordnet. Auf jedem Rad sind Wörter eingraviert. Ich vermute, man muss die richtigen Wörter finden, um das Schloss zu öffnen. Außerdem befindet sich links von jedem dieser Räder eine Inschrift. Schauen wir uns mal die erste an. Manche sind rot von Blut, andere braun vom Rost. Welche Farbe hat das Schwert der Sarwix? Du redest jetzt von dem Wappen? Dann würde ich sagen, grau wie Stahl, oder? Das Schwert ist grau. Eis und Tod, das Schloss klemmt. Ich muss von vorne anfangen. Das war falsch. Würde ich mal behaupten. Aber das ist doch. Manche sind rot von Blut, andere braun vom Rost. Welche Farbe hat das Schwert der Sarwix? Das Schwert ist gelb. Eis und Tod. Verdammt, Try and Error. Manche sind rot von Verstehe Blut, die Frage gar nicht. andere braun vom Rost. Welche Farbe hat das Schwert der Sarwix? Tja, jetzt haben wir nur noch 50-50 Chance. Wahrscheinlich nehmen wir nehmen jetzt einfach mal Rabenschwarz oder Kalkweiß. Wir versuchen es einfach, ist ja egal. Das Schwert ist rabenschwarz. Eis und Tod. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir alles. Also ich hab's jetzt nicht gewusst, das war jetzt Zufall, dass es alles Manche sind rot funktioniert hat. von Blut, andere braun vom Rost. Welche Farbe hat das Schwert der Sarwix? Das Schwert ist weiß. Ich habe ein Klicken gehört. Gehen wir zur nächsten Inschrift Super. über. Ein altes Schwert für einen Bauern, valyrischer Stahl für den Helden. Wie wird das Schwert der Sarwix beschrieben? Gab's da irgendwie mal so ein Gedicht oder sowas, was ich verpasst habe? Hätte ich irgendwie mir was angucken, lesen müssen oder so?
Das Schwert ist zerbrochen. Noch ein Klicken. Es bleibt nur noch eine Inschrift übrig. Krieger behalten es an ihrer Seite. Mörder verstecken es in ihrem Mantel. Wo hat ein Sarwick sein Schwert? Sein Wappen? Ein zerbrochenes weißes Schwert. Das ist unser Wappen. Die Tür öffnet sich. Ich habe es geschafft. Huhu. Also weiß? Naja, gut. Noch mehr Inschriften. Ha? Diese Inschriften sind interessant. Sind sie das? Sind sie das? Sind sie das? Aha. Sollten wir das vielleicht aufschreiben, oder? Kann das sein? Dass das gleich in irgendeinem Rätsel endet? Ich konnte ja nicht ahnen, dass es auch noch Rätsel gibt hier. Und dann auch noch so merkwürdige. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das Spiel wird immer freakiger. Erst quasseln sie einen tot und dann kommen sie mit solchen Rätseln um die Ecke. Brauche ich gar nicht drauf gucken, das kenne ich ja so. Was gibt's hier Schönes? Nichts und davon jede Menge. Doch, ein bisschen Geld. Ein Ritterumhang. Ein ritternder Umhang. Der aber richtig... Oh, warte. Der nicht richtig schlecht ist, sondern der sogar besser ist als meiner. Auch wenn er nicht so schön aussieht wie der Goldröcke. Upsala, was war das? Hab ich gerade Schluck aufbekommen? Tja, hier ist so ein dreiköpfiges Wiesel. Raben. Ja, okay. Ich ahne Schreckliches. Ach Gott, gut, gut. Ich laufe einmal rum. Hey, es passiert nichts. Bei der Flamme. Das wird nicht funktionieren. Ach nee. Ich muss mich irgendwo geirrt haben. Passe auf. Sind die dann irgendwie angeordnet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Das war beim 9. Ein 9er Raster. Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Muss ich einfach die Zeichen gleichsetzen? Aber dann hätten diese ganzen Bilder keinen Sinn gemacht. Was haben wir denn da? Punkt 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich muss mal zu einem von diesen Bildern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Moment, jetzt muss ich mir mal einen Zettel holen. Da muss ich jetzt mal einen Zettel holen. Eine Sekunde bitte. Ich knister hier mal ein bisschen rum. So, knister, knister. Ich glaube, ich habe nämlich eine Idee, wie das funktionieren könnte. Ich mal mir hier mal so ein bisschen so ein Raster auf. So. Ein 9er Raster. Und dann muss ich jetzt mal das finden, wo es nur eins von gibt. Das Wiesel ist in der Mitte. Das ist ziemlich blöd, das macht keinen Sinn. Ja, ist Flamme da und da. Das ist so. Ach Quatsch, ich muss einfach nur zählen, ne? Moment, ich muss nur zählen. Ich muss die gar nicht anordnen. Das ist 6. Der Stern. Ich mal mir die mal auf hier. 5, 4, 3, 2, 1.
Dann haben wir das hier. Das ist das Blut. Ich habe auch super jetzt das hingemalt hier. Also wenn ihr meinen Zettel sehen könntet, würde ich totlachen. So. Das ist voll die Flamme. Das ist diese Zacke, die ist 5. Dann ist das dieses Wiesel ist 1. Das dreiköpfige. Vielleicht wahrscheinlich ist es irgendwas anderes und ich erkenne es einfach nur nicht, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Der Rabe ist 6. Achso, ja, der Stern wäre ja auch 7. Ich habe mich nur verzählt. Ist euch wahrscheinlich gerade aufgefallen, dass ich mich verzählt habe? War jetzt auch nicht so schwerwiegend. So, das heißt 1. 1 ist das olle Wiesel. Zack. 2 ist die olle Flamme. 3 ist dieser Bluttropfen. Wo ist er? Da. 4 weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. 5 ist diese Zacke. Genau. 6 ist der Rabe. Upsala, da hinklicken. Und 7 ist der Stern. Dann bleibt ja auch nur ein Symbol für 4 über. Das ist 5, das ist 4. Bleibt ja nur Eeny, meeny, miny, moo. Das Schlüsselloch. Und, habe ich recht? Dem Herrn des Lichts sei Dank. Ich habe es geschafft. Ich habe es halt einfach drauf. Na gut, so schwer war es nicht. Ich hatte was Schwerwiegenderes, Schwereres erwartet. Ja, hier unten sind wahrscheinlich dann die geheimen Dokumente. Dann wollen wir doch mal darunter. Das muss der Raum sein, in dem die Bruderschaft zusammengekommen ist. Wenn diese Dokumente wirklich in Flussrad versteckt sind, dann müssen sie hier sein. Hier ist so einiges an Dokumenten. Planarsitzung des Schattenrates. Arwin Halton. Der graue Donner. Gabelzunge. Komme ich hier weiter? Nee. Man hält mich. Das Spiel selbst hält mich davon ab. Bisschen Geld, kann auch nicht schaden. Da hinten komme ich nicht hin. Ich komme nicht an diesem Tisch vorbei. Das ist ziemlich albern eigentlich. Okay, versteckte Verstecknisse sind hier auch nicht. Geheimnisse und so. Nur noch Zeug. Ein Langbogen. Oh, da muss ich immer gucken. 37 gegenüber 26. Ja, worauf warte ich denn noch? Auf einmal mache ich Schaden. Mal eben. Mal eben fast 20 Schaden mehr. Geil. Oh. Achso. Lasst uns den Sammler ausschließen. Ist das nicht der, der vorher nicht da war? Nee. Mein lieber Reinhold. Irgendwer wird aus dem... Irgendein Sammler wird aus dem Ort... Dieser Dieb war also am Niedergang Flussrats beteiligt. Lord Halton wollte ihn auf seinem Anwesen in Königsmund besuchen. Ich werde selbst gehen und ihn für seine Gräueltaten bestrafen. Ach Gott. Noch eine Sidequest. Yay! So, hier sind also die Dokumente, von denen Lord Halton gesprochen hat. Der Drache der Targaryen ist tatsächlich am Ende jeder Seite. Und sie sind verschlüsselt. Unmöglich, etwas zu verstehen. Ich muss sie wohl Lord Halton geben, um zu erfahren, was da geschrieben steht.